Willkommen zu einer weiteren Folge von Evergreen Media TV. Unser heutiges Thema: negatives SEO erkennen und wirksam abwehren. Vor allem, wenn man jetzt schaut bei großen Nischenseiten oder wirklich umkämpfte Branchen, kommt man immer wieder in Kontakt mit negativen SEO-Kampagnen, die das Ziel haben, dass man abstürzt. Wie man damit wirklich wirksam umgehen kann, schauen wir uns heute an. Mein Name ist Alexander Russ. Ich mache mittlerweile seit 8 Jahren Suchmaschinenoptimierung und komme aus dem ganzen Bereich Affiliate Marketing und Black Hat SEO und habe jetzt mittlerweile seit 4 Jahren meine eigene SEO-Agentur hier in Innsbruck. Heute unterhalten wir uns wirklich über eines von den absolut spannendsten Themen im Bereich Suchmaschinenoptimierung, und zwar negative SEO. Dazu kurz am Anfang: Was ist das überhaupt, Negative SEO? Und zwar, normalerweise im Bereich Suchmaschinenoptimierung ist es ja das Ziel, dass ich meine Seite so optimiere, sei es On-Page oder Off-Page, dass sie besser rankt. Und bei Negative SEO, wie der Name eigentlich schon sagt, geht es darum, dass sie natürlich nicht für meine eigene Seite, sondern an Konkurrenten dazu bringen, dass er Sichtbarkeit verliert, dass er Rankings verliert, dass er weniger organischen Traffic hat, beziehungsweise dass ich ihn leichter überholen kann. Und ja, da hat man den klassischen Rankingabstoß, den ich herbeiführen will, wenn man es richtig angeht, dass die Seite komplett deindexiert wird oder dass er das kann man in der Google Search Console nachschauen, dass er eine manuelle Penalty kriegt, und aus der manuellen Abstrafung kommt er nur wieder raus, wenn er eben über die Search Console einen Reconsideration Request schickt, und dazu muss dann wirklich alles wieder behoben sein, also sehr wirksam. Was sind da typische Taktiken im Bereich negativer SEO? Also typischerweise das, was man am häufigsten sieht, was man im deutschen Markt am meisten sieht, sind einfach Spamlinks, also entweder sehr gezielte Spamlinks auf einen bestimmten Ankertext oder einfach massenweise Spamlinks, um einen Absturz herbeizuführen, also um zum Beispiel eine Penguin-Abstrafung herbeizuführen oder eine manuelle Abstrafung. Oder was man eher wieder im englischen Markt sieht, ist Fake Link Removal Requests. Was man da macht, ist, man schreibt verlinkende Webseiten, also Webseiten, die auf meinen Konkurrenten verlinken, schreibt man an, sagt im Namen logischerweise vom Konkurrenten, sagt, hey, wir wollen den Link weghaben, weil der verstößt gegen die Google-Richtlinien, oder wir wollen nicht mehr, dass wir da verlinkt werden. Und ich schaue, dass ich so die Links von der Konkurrenz abbaue, sodass er Autorität verliert und dann abstürzt. Und was man sonst noch sehr oft sieht, aber was aus meiner Sicht überhaupt nicht wirksam ist, ist Content Scraping. Man scrapt also die Inhalte von dem Konkurrenten, den man abstürzen lassen will, republished die auf irgendeiner, sagen wir mal, Datenbankseite und verlinkt die wieder auf den Konkurrenten. Das heißt, schaut für Google so aus, dass der Konkurrent irgendwie Seiten von sich selber mirrored und sich selber da verlinkt aus Duplicate Content. Und aus meiner Sicht passiert da gar nichts, aber es wird immer wieder gemacht und gehört auf jeden Fall zu den Negative SEO-Taktiken. Jetzt die große Frage, ich habe schon ein bisschen vorausgegriffen: Funktioniert Negative SEO überhaupt? Weil Google sagt ganz klar nein. Aber das hat natürlich den Grund, dass Google nicht alle in Panik versetzen will. Google will natürlich nicht sagen, hey, unser Algorithmus ist doch nicht so schlau. Das heißt, es kann einfach passieren, dass man abstürzt. Und der deutlichste Indikator, also ich habe tonnenweise Erfahrung damit gemacht, dass es funktioniert, aber jedenfalls der deutlichste Indikator, dass es funktioniert, ist, wenn ich meine eigene Seite mit Links oder mit schlechten Backlinks zum Absturz bringen kann, dann gilt ja genau das Gleiche für eine andere Webseite, weil Google weiß ja nicht, wer hat die Links gebaut und so weiter. Also ja, Negative SEO funktioniert, aber keine Panik. Wir schauen uns eben halt an, wie erkennt man negative SEO frühzeitig und wie kann man es wirksam abwehren. Und zwar, wie erkennt man negative SEO? Schauen wir uns jetzt zuerst einmal an. Man braucht auf jeden Fall Tools dazu, das ist einmal vorneweg. Es geht nicht ohne kostenpflichtige Tools. Und was da die besten Tools sind, das schauen wir uns auf jeden Fall an. Und zum Ersten brauche ich einmal, damit ich den typischen Angriff, also einen Spam-Link-Angriff abwehren kann, brauche ich ein Link-Monitoring.
wo man Notifikationen einrichtet. Zum Beispiel, also was wir als Beispiel für Notifikationen haben, ist, wenn ein bestimmter Ankertext ist oder wenn plötzlich in einem bestimmten Zeitraum übertrieben viele Links kommen, dann kriegen wir eine Notifikation, bam, da ist irgendwas passiert und dann schaut man sich das manuell an. Was sich da anbietet, sind eben Monitor Backlinks. Das ist jetzt eher weniger bekanntes Tool. Das ist eben mit dem ganzen Fokus von, dass man sofort sieht, wenn neue Links reinkommen und dass man die dann auch gleich entwerten kann. Dazu ist das Tool auch sehr empfehlenswert. Es ist leider relativ teuer. Dann gibt es noch Ahrefs. Ahrefs kann fast das Gleiche, nur das Problem beim Entwerten von Links ist, bei Monitor Backlinks kann ich die Links aus der Google Search Console, aus Majestic, aus Ahrefs, alle zusammentragen, alle importieren und dann entwerten. Und bei Ahrefs kann ich nur Links aus Ahrefs entwerten, wodurch ich natürlich auf mein Linkprofil einen viel weniger Blick habe. Das heißt, die Chance, dass ich irgendwelche Links vergiss, ist größer. So, wie kann ich es noch erkennen? Klassischerweise, typisch, was man sieht, ist, der organische Traffic bricht plötzlich ein, natürlich in Verbindung mit, dass meine Rankings einbrechen. Wenn der Punkt natürlich schon erreicht ist, dann ist es ja schon zu spät, weil dann ist der Schaden schon angerichtet. Deswegen eben unbedingt Link-Monitoring einrichten. Und dann ist es leider auch schon zu spät, ist, wenn man von der Google Search Console, die hoffentlich jeder Webmaster, der ein bisschen vernünftig ist, eingerichtet hat, wenn man da eine Nachricht kriegt über eine manuelle Abstrafung, dann ist es schon zu spät, aber meistens steht in der manuellen Abstrafung gleich, was der Verstoß ist. Seien es unnatürliche Links oder Thin Content und solche Sachen. Oder unnatürliche ausgehende Links oder dass meine Seite gehackt worden ist. Deswegen ist es eben also wichtig, Google Search Console ist das Erste, was für eine neue Website eingerichtet wird, weil dann sieht man seine Webseite aus Google-Sicht und wird auch sofort informiert über nicht-algorithmische Abstrafungen. Also wenn es eine algorithmische Abstrafung ist, so wie Penguin oder Panda, dann kriege ich keine Benachrichtigung. Und jetzt zu guter Letzt, weil es logischerweise ein Praxisvideo ist, schauen wir uns die zwei häufigsten Fälle an und wie man die geschickt abwehrt, ohne dass man jetzt sofort, was wir eben aus unserem zweiten Fall gesagt haben, plötzlicher Einbruch, das wollen wir natürlich verhindern. Und zwar negative SEO-Abwehren, Situation, Spam-Links. Da unterscheidet man, oder da werden meistens zwei Ansätze, unterschiedliche Ansätze verfolgt. Entweder will der, der was mich abschießen will, macht alles übers Volumen. Das heißt, er baut plötzlich extrem viele Backlinks auf meine Seite auf. Typischerweise Kommentarlinks, Gästebücher, Profillinks und spammt einfach, was geht. Also tausende, aber tausende Links auf meine Seite und versucht so, meine Rankings zu zerstören. Oder der zweite Fall, was meiner Meinung nach der effektivere Ansatz ist, ist, ich mache es über Ankertext-Überoptimierung. Und zwar, ich schaue mir an, meistens ist es eh sofort klar, was das Main-Keyword einer Seite ist. Und das ist der Fall, den wir schon sehr oft gegen Kunden gehabt haben, die was in einer sehr umkämpften Branche sind, ist, dass man einfach schaut, hey, das ist das Main-Keyword und ich baue einfach Links mit dem perfekten Ankertext auf die Seite, die für das ranken soll und damit für eine Penguin-Abstrafung oder sowas dabei. Das ist dann eine algorithmische Abstrafung, das heißt, es gibt keine manuelle Benachrichtigung wie bei einer manuellen Abstrafung, sondern das muss gewissermaßen der Webmaster selber rausfinden, wie das alles passiert ist und dass das überhaupt passiert ist. Also echt scheiße. Tools, was da typischerweise die, sagen wir mal, bösen Buben verwenden, ist GSA, XRAMA für Profillinks oder Scrapebox eben für Blog-Kommentare und Gästebücher. Das sind so die ultimativen Spam-Tools. Die kann man auch für das Gute einsetzen, aber üblicherweise werden sie eben auch für solche Taktiken verwendet. Und damit wir das überhaupt abwehren können, brauchen wir mal zuerst das richtige Setup. Haben wir davor schon drüber geredet. Ich brauche unbedingt Notifikationen über neue Backlinks. Das heißt jetzt nicht jeder Backlink, ich brauche jetzt eine Notifikation, weil ich habe einen neuen Backlink, sondern ich würde mir auf jeden Fall Notifikationen einrichten, wenn übertrieben viele Backlinks kommen oder wenn Backlinks publiziert werden mit einem bestimmten Ankertext. Sagen wir mal, ich will für das Wort E-Zigarette ranken,
dann wäre immer eine Notifikation, wenn ich einen Link mit einem perfekten Ankertext kriege, einrichten. Weil das ist der gefährlichste Link für mich. Ich will keine Exact Match Ankertext-Links. Und sagen wir, jetzt geht's los, also jemand spammt mich, lalalala, ich habe meine Notifikation, es passt was nicht, dann gibt es eh nur eines zu tun und das sieht der Angreifer nicht einmal, dass ich das mache, und zwar Links über das Google Disavow Tool entwerten. Das Google Disavow Tool findet sich in der Google Search Console, ist auf jeden Fall ein experimentelles Feature, da kann ich eben Backlinks entwerten. Idealerweise mein Ansatz ist da, ich fange nicht an, einzelne URLs zu entwerten, sondern meistens sind es irgendwelche Spam-Seiten, sondern ich entwerte gleich die ganze Domain, damit wenn der, sagen wir mal, Blog-Kommentare und er postet auf der Domain auf 50 Unterseiten, dass ich gleich die ganze Domain entwerte, damit ich nicht jeden einzelnen. Ich muss da ein bisschen kosteneffektiv arbeiten. Was verwenden wir dazu bei unseren Kunden? Auf jeden Fall Monitor Backlinks, weil ich eben Links aus ganz vielen Tools zusammentragen kann. Das heißt, ich habe einen kompletten Überblick über mein Linkprofil und dann zack, 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 zack. Wenn man mal drin ist, ist es sehr wenig Aufwand und der Aufwand für den Spammer, dass er das Ganze aufrechterhaltet, ist schnell größer als wie es für mich ist, das zu entwerten. Bam, abgewehrt. Dann negativ SEO-Abwehren Situation, dass ich Fake Link Removal Requests habe. Das ist wirklich eine richtig schäbige Taktik und meiner Meinung nach eine von den fürchterlichsten Ansätzen überhaupt. Haben wir schon kurz darüber geredet. Die schicken also E-Mails an Seiten, die was meine Seite verlinken und sagen, hey, in meinem Namen, hey, der Link muss entfernt werden, weil wir wollen den nicht mehr oder wir haben jetzt eine neue Taktik oder Google findet den Link nicht mehr okay und versuchen eben so meine Links abzubauen und so meine Rankings zu schwächen. Dann brauche ich unbedingt mein Setup. Notifikation über Linkänderungen. Das heißt, es geht jetzt nicht unbedingt darum, dass sie über neue Links notifiziert wird, weil das ist ja logischerweise eine ganz andere Situation, sondern was sie Links, die was auf NoFollow gesetzt werden oder Links, die was entfernt werden. Das können jetzt beispielsweise eben Tools wieder wie Monitor Backlinks, Ahrefs und wenn man Outreach macht, dann hat man Buzzstream und bei Buzzstream, sagen wir mal, ich habe irgendwelche Gastartikel akquiriert, dann kopiere den Link da rein und Buzzstream überwacht diesen Link dann, ob der auf NoFollow gesetzt wird, ob der Ankertext verändert wird und so weiter. Und es ist perfekt zum Überwachen von meiner Outreach-Kampagne. Und das kann ich jetzt für das auch wieder verwenden. Sollte die Situation passieren und die ersten Links fangen an zu verschwinden und schreibt man dann nochmal an, die werden sagen, hey, da haben wir eine Nachricht gekriegt und dann weiß ich ja schon, was jetzt Sache ist. Dann schaue ich, was hoffentlich jeder macht, der was mit SEO sein Brot verdient, schaue ich an mein ganzes Linkprofil, suche mir alle die wichtigsten Seiten raus, schreibe ihnen eine Massen-E-Mail, vielleicht über Buzzstream oder so, was hier im Gange ist, schreibe, hey, das sind nicht wir, ignoriert einfach die Link-Removal-Requests, bam, und schon ist die Kampagne gewissermaßen abgewehrt. Weil damit hat sich das ja erledigt. Wenn die wissen, auf was sie vorbereitet sein müssen, dann zack. Sollten die Links schon entfernt sein, dann einfach schreiben, hey, das war nicht mir, bitte wieder Link wieder setzen und in Zukunft nur von dieser offiziellen E-Mail, nur dann reagieren, sonst einfach ignorieren, weil wir haben da irgendwelche Feinde. Das sind eigentlich alle Sachen, mit denen man in Kontakt kommt. Es gibt dann noch fürchterliche Sachen, die was man eh nicht abwehren kann, sowas wie DDoS-Attacken, da braucht man halt ein spezielles Hosting dafür, aber das sind jetzt nicht Sachen, die sehr häufig vorkommen. Typische negative SEO sind Spam-Links oder eben Link-Removal-Requests. Ich hoffe, damit habe ich euch gezeigt, wie man solche negative SEO-Angriffe relativ einfach abwehren kann und vielen Dank und bis zum nächsten Mal.